So, zurück zum Mass Effect 3. Geht doch schon sofort weiter. Und ja. Wir müssen uns jetzt Kai Lenk vornehmen. Fangs Mörder. Und das dürfte ein bisschen schwierig werden, denn das Feld ist ziemlich offen. Und ein bisschen ein bisschen problematisch. Für uns wird dann dem Ganzen auszuweichen. Na, zu nah rangehen ist, glaube ich, gefährlich. Okay, jetzt fängt dann die ganzen Truppen zu rufen. Auf dem engen Feld ist es ein bisschen knifflig. Der Typ zerstört nach und nach die ganze Einrichtung. Oh, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Und vor allem Fähigkeit benutzen, Leute. Oh. Ah, das ist. Ah, das ist gar nicht so einfach, weil hier wird man ziemlich stark beschossen. Außerdem macht mir Kai Lenk ziemlich zu schaffen. Ich glaube, ist er tot? Oh, das hat wehgetan. So, er ist tot. Yes! Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Vielleicht haben Sie Erfolg. Sie haben nicht versagt. Sie haben uns eine Chance gegeben. Und noch sind wir nicht am Ende.
Ach, danke, Shepard. Genau das wollte ich nämlich sagen. Danke. Ah, ist das schön. Das war Genugtuung. Das hat dieser Mistkerl sowas von verdient. Denn das war nämlich wirklich für Chain. Ich finde schön, dass Shepard das noch weiß. Aber wie könnte sie das auch vergessen? Nach dem, was er getan hat. Gut, damit bleibt nur eines übrig, und zwar die Irre. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Okay, es geht zur letzten Mission wahrscheinlich. Zur Erde. Wir sollten, wo wir hier sind, nochmal, wenn wirklich mit allen sprechen, die wir kennen, die an Bord sind. Mach ich bald. Wir machen nochmal eine letzte Laberrunde. Kurz bevor es losgeht. Und dann fliegen wir zur Erde. Schauen, mit wem kann man alles reden? Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten. Ein Proteaner. Ein lebender, atmender Proteaner direkt unter mir. Er ist anders, als ich erwartet hatte. Geht mir auch so. Er war ein bisschen kalt, als ich mit ihm reden wollte. Ich begreife natürlich den Schock. Er wacht auf. Und seine Spezies existiert nicht mehr. Aber ein Proteaner, Shepard, er könnte uns so viel erzählen. Dieses mal hier was? Enthält unkritische Korrespondenz ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat ihnen so. Zugehört. Oh, eine ganze Menge drin. Jetzt Papierkram. Informationsterminal, was haben wir hier noch schön? Ah, Panzerung-Modkit. Ja, warum nicht? Hauen wir noch mal raus, was geht. Wir haben mal so viel Kohle. Von daher. Mit dem wir noch mal reden.
Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Ich räume noch auf. Mordin war großartig, aber Ordnung war überhaupt nicht sein Ding. Das überrascht mich nicht. Ich werde Mordin vermissen. Nicht nur seinen Gesang. Aber es geht weiter. Oh, ich würde sie gern untersuchen. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Gut, ihre Implantate zeigen kaum Abstoßungsreaktionen. Wenn sie diese positive Sichtweise behalten, sollten ihre Narben nicht zurückkehren. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. So, haben wir hier noch wen? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das wär jetzt schön blöd. Wenn ich jetzt die ganzen Kräfte zurückweisen würde, dann wäre die ganze Arbeit ja umsonst. Hey, Shepard. Das war hart. Schön, dass Sie noch in einem Stück sind. Bereit für die Heimreise? Heim. Zurück zur Erde. Oh ja, ich bin bereit. Wird auch Zeit. Höchste Zeit. Und wenn die Reaper die Sachen angerührt haben, die ich zurücklassen musste, werde ich stinksauer. Bis später, Shepard. So, nächster. Ist keiner. Dann gehen wir mal noch ein Stückchen runter. Zum Maschinendeck. Ah ja. Ich bin echt gespannt. Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Und Commander, was immer heute auch geschieht, es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Oh ja, das werde ich. Wie kommen Sie zurecht, Javik? Ein Teil der Crew sucht meine Freundschaft, aber deshalb bin ich nicht hier. Außerdem muss ich mir die Hände waschen. In diesem Schiff gibt es überall Rückstände. Was für welche? Ich habe mich umgesehen. Die früheren Crewmitglieder haben Spuren hinterlassen. Zum Beispiel eine Menschenfrau mit unnatürlicher genetischer Struktur, wie künstlich hergestellt. Klingt nach Miranda. Und ein Drell. Er war sehr krank. Thane. Und der Kroganer, der früher hier gewohnt hat. Er durchlief eine Metamorphose. Seine Erinnerungen waren wirr, nicht organisch. Er war unsicher und aufgewühlt. Ich begreife das immer noch nicht. Dieses Herauslesen von Informationen. Für mein Volk war es so natürlich wie Atmen. Die Evolution ist schon erstaunlich. Unsere Wissenschaftler hielten sie für die einzig bedeutsame Kraft in der Galaxie. Sie nannten sie den kosmischen Imperativ. Die Starken gediehen, die Schwachen gingen unter.
Die Regierungen ihres Zyklus scheinen zu wollen, dass möglichst alle überleben. War dieser Imperativ nur eine wissenschaftliche Meinung oder basiert er auf uns unbekannten Beweisen? Das Universum lieferte die Beweise. Man musste sich nur umsehen. Und erkannte dann was genau? Artensterben ist das Gesetz des Kosmos. Die natürliche Ordnung der Dinge. Die schwächsten Spezies gehen unter. Die Starken haben die Pflicht, die Schwachen zu schützen. Sonst herrscht Anarchie. Aber wer nichts beizutragen hat, sollte eliminiert werden. Damit der Konflikt zur Lebensmaxime wird? Die Evolution verlangt das. Die Starken dominieren die Schwachen und werden stärker. Zum Wohle aller. Aber ich denke nicht, dass Ihre Asari meine Ansichten teilt. Liara? Sie hatte vermutlich nur eine gänzlich andere Vorstellung von Proteanern. Wir sind alle das Produkt unserer Zeit. Wäre ich in diesem Zyklus geboren, wäre ich vielleicht der edle Gelehrte, den sie gern hätte. Würde Ihnen das liegen? Es ist eine völlig andere Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich habe immer im Krieg gelebt, in jeder Schlacht Leben genommen. Da ist es schwierig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich kenne keinen anderen Teller. Es hat mich geformt, wie der Stein vom Künstler geformt wird. Der Stein hat dabei keinen Einfluss auf seine Form. Sie und ich, Commander. Der Krieg ist unser Steinmetz und wir sind seine Gefangenen. Vielleicht nicht mehr lang. Ein Sieg würde uns beide befreien. Okay, das war ein interessantes Gespräch. Das war auch sehr interessant. Ich bin hundemüde. Ich brauche einen Klappstuhl oder sowas. Das ist eine Reporterin. Die können wir manchmal hochrufen. Aber... okay. Komische Schnappschüsse. Ah, gut, noch Stück für Stück mit den Leuten reden, bevor es losgeht. Einfach, weil es so besser ist. Was haben wir hier noch unten? Ah! So eine kleine Modell-Sovereign. Lag noch hier unten rum. Was hat die denn hier gemacht? Naja. So, die unterste Etage bleibt aber noch. Die Shuttlebucht. Mal schauen, wer wir dort noch finden werden. In der Shuttlebucht. Dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Ja, Cortez ist auch cool. Die meisten Scanner und es schadet ja nicht, die Bewaffnung nochmal durchzugehen. Richtig. Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen. Für alles, was sie getan haben. Ja, das werden sie. Das werden sie, definitiv. Unsere Laberrunde ist fast vorbei. Können wir hier oben noch wen rufen? Wenn nicht, dann labern wir im Cockpit mit Joker. Und dann geht's beim nächsten Mal auf Richtung Erde. Zur letzten Schlacht. Ich liebe es von dem DLC, das Teil. Gut, hier ist keiner zum Reden. Dann
Na, gucken wir uns mal. Gut, das interessiert sich nicht mehr. Auf zum Cockpit und nochmal mit Joker gelabert. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Spezialistin, Trainer? Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Dann bleiben Sie wachsam. Heute erobern wir die Erde zurück. Verstanden, Commander. Oh yeah. Das werden wir. Und bleibt bloß noch einer übrig. Nämlich Joker. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der turianische Spectre beobachtet hat? Nihilus. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Ja, das stimmt. Die Normandy ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich ein vierblättriges Kleeblatt vom Präsidium besorgt, falls es zu katastrophalen Fehlfunktionen kommt. Ja, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal fliegen wir dann zur Erde zum Grande Finale. Also bis dann, Leute. Ciao.